Ist schon am Ende? Ich weiß es nicht, Digga. Ich bin mir noch sehr, sehr unsicher. Ich bin mir noch sehr, sehr unsicher. Wenn ihr fertig seid, braucht man schon etwas Hilfe bei besonders schlüpfrigen Kautionsflüchtlingen. Ach du Scheiße. Was müssen wir als nächstes machen? Ein wenig Frieden finden. Warte, ich muss. Ey, ich sag ganz ehrlich, bevor ich hier wieder eine verschissene Nebenmission anfange, die es nicht ist, gucke ich ganz kurz im Internet. Wir haben mit 3 Centern gespielt. Das stimmt, Digga. So, wo ist das? Mafia 3 Komplettlösung. So. Mission. Hauptmission Heroin, erledige Richie Duché Charlie, das habe ich doch schon. Was haben wir denn überhaupt für Missionen hier am Start? Schmuggel, Ira keine Frage, ein wenig Frieden, Erpressung, Müllentsorgung, die 45er in meiner Hand und wieder ein Bruder tot. Dinge, Schmuggelware. Schmuggelware, warte mal. Ist es das? Wahrscheinlich, ne? Schmuggel. Hier steht Schmuggel. Hauptmission. Meldung. Oh Gott. Ich glaube, die Mission habe ich schon. Digga, das ist so unübersichtlich. Ne, jetzt mal ohne Spaß, Digga. Selbst die Komplettauslösung ist komplett für den Arsch, Alter. Oh, Mann. Ich habe meine Mafia angefangen, da fand es dann langweilig, jetzt man immer diese Häuser ausruhen. Man musste. Ja, es ist oft halt so Repeating-Shit, ne? Dass es oft immer der gleiche Shit so hintereinander ist. Da hast du schon recht, leider. Da hast du schon recht. Oder ist doch komplett lost, Digga. Ja, aber wie komme ich zu der Hauptmission? An den Schaukämpfen sollen wir teilnehmen? Was für Schaukämpfe? Ich auch nochmal, sobald ihr Rette Alvarez erfolgreich abgeschlossen habt. Seit dieser Fall. Och Mann, Digga. Es ist so räudig. Ich weiß nicht, was die nächste Hauptmission ist. Gibt es nicht irgendwie eine Legende? Ah. Das sind alles Hauptmissionen? Was ist das denn? Ich hab gedacht, wir sind fast am Ende. Oh, Bruder. Ey. Ja gut, ich glaube, wir haben doch noch mal ein bisschen vor uns. Ja, ich will ein Bild, das auch Paintbees heißt. Das soll ich shooten können, oder was? Ja, dann machen wir das hier so, ne? Hintereinander, würde ich sagen. Das ist ja eine Frechheit. Alter. Ja, machen wir als erstes Schmuggel. Wir sind ja hier in der Nähe. Na, hallo, hallo. Ich habe keine Zeit. Das ist aber alles Story-Kapitel. Stand da ja gerade, ne? Ja. Hammerhart, Digga. Hammerhart. Was ist das für ein Auto? Ich bin doch nicht damit letztes Mal rumgefahren. Ist ja mobil. Guter Song.
Lieber aus. Aber ich brauche auf jeden Fall gleich ein anderes Auto. Digga, ist das dein Ernst? Ich fahre gerade über die Straße und da willst du rüberlaufen. Ich will kein Glass-Dings da haben. Aber dann musst du aber auch erstmal studieren, damit du da im Mai. Also es ist bestimmt möglich, dass du ein Zonenmonster bekommst, das shooten kannst. Aber du musst halt erstmal viel studiert haben, bis du da verstehst, wie das funktioniert. Guck mal, da ist doch perfekt mein Auto. Er kommt einfach angefahren damit. Was ein Ehrenmann. Oh, zwei Autos gleich. Orange oder weiß? Nimm mal orange heute. Ja, warte, warte, warte. Das tut mir hey, wirklich das leid. Ist meine Karre. Das tut mir wirklich leid. Ich fahre mal zur Seite. Abfahren. Ja, diese Radiosender. Digga, ist dein Ernst? Nee, den kenne ich nicht, Miggi. Komisch. Finde ich auch einen sehr komischen Namen. So, gucken wir mal. Alter, ist anscheinend Mafia 3 auch halt einfach größer, als ich es gedacht habe. It is what it is. Aber es ist ja auch nicht wie in 2K, Diggi, dass ich mir dann nicht länger als eine halbe Stunde geben kann, ne? Passt schon. Passt gut. Ich hab's bloß anders eingeschätzt. Lass mal durch. Dankeschön. Yo! Ja, da muss ich raus, Digga. Einfach Feuerball rauskommen. Mal, guck mal, wie nett die sind. Was geht bei ihm ab? Ist einer rausgefahren? Hä? Dann nehme ich das Auto mit, ne? Wenn das mich einfach so hier lässt. Geh, Mann. Fährt auch. Perfekt. Nimm mal deine Kackkarre da weg. Nee, Michi, das dauert noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar andere Videos zu schneiden. Oder Videos cutten ist halt echt keine Arbeit von heute auf morgen, weißt du? Das dauert noch ein bisschen. Weil vor allem, ich will das halt einfach ein bisschen schneiden und so, weißt du? Nicht einfach nur hochladen. Also diese Woche ist Alltag in 2K gefahren. Ich muss mich irgendwann nochmal dran gewöhnen, zweimal in der Woche hochzuladen, aber da, das schaffe ich jetzt einfach zeitlich nicht. Ich habe gerade ein Russell Westbrook-Bild. By the way, nur Schuhen hochgemacht. Eie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 . Bin mal gespannt, wie du damit in 2K weiterkommst. Hey, hier rüber. Bin doch schon da, Dicky. Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig, Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Schon. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Ah. Einer von seinen Leuten, Pops Holland. Frank Pagani, das war auch der Name, den ich hier in den Kopf lösen Geschäfte mit Havanna. Gar nicht, lösche den. Von diesem Kommi-Gelaber über gemeinsam besitzet mir kurz übel. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt der Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin mir sicher, Pops Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komme wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Oh, sag nicht wie im... Oh, es sind wieder so eine Mission. Anstatt er mir einfach mal eine normale Mission gibt, Digga. Es ist immer diese Kacke, wo du Sachen kaputt machen, erledige die Leute, mache den. Einfach nur eine normale Story-Mission, Digga. Ich will nicht gleich, ich will eine Mission nicht annehmen und dann 20 andere Missionen bekommen. Jetzt aber auch schnell. Das sind 170 Meter.
Okay. Warum steigen die denn direkt aus, wenn man mal ein bisschen driftet? Das wird ja lustig. Keine Muni, brauch mal kurz was. So ziemlich mit allem knapp. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Wer sehr der Isgas. Leer. Oh nein, er ist stuck. Er ist stuck. Er kommt da hinten nicht durch, weil der Wichser da vom Auto steht. Fahr ihn einfach um, Bro. Ey, das ist nicht dein Ernst. Was ist das denn? Ja gut, deswegen ist es ein Ehrenmann, ne? Er fährt ihn um. Was du siehst, sag du mal, kaufen. Was du machst. So, die Hartmann wieder dabei. Nehmen wir mit. Ist voll? Wie benutze ich die? Scharfschützenhilfe. Fahrzeugmodifikation? Können wir jetzt einfach... Achso, das ist automatisch da. Hm. 180.000, Frechheit. So. Also ich mach rein in die Maria. Da wird doch einer gerade geboxt, oder nicht? Deiner dicken Lippe. Ah. Wie geht's? Nächstes Mal hältst du deine Klappe. Weil dich gefälligst. Komm schon, ich hab mich den ganzen Tag. Uff. Uff. Dann lass den armen Mann in Ruhe. Nur das hat mir 50 eingebracht. Dann bereit euch gefälligst. Ich hab keine Molle draus. Ah, das, kann ich das hier so irgendwie kaputt machen? Ja, kann ich. Ah, Leute, nee. Zutritt, Bruder. Schaff diesen nutzlosen Kadaver hier weg. Verstecken hilft nicht. Ach, Schuss ab hier! Oh, der andere hat's gesehen, oder? Bist du nicht willkommen? Na los, trau dich. Er hat sie doch verguckt, oder nicht? Dann bereit euch gefälligst. Ja. Komm runter hier. Wir machen ja mal entspannt. Scheiße, ist das eine Knarre? Das ist Tour Interior Finisher. Das ist im Endeffekt so ein Monster. Bloß, dass du wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Perimeter Defense und sowas. Oh, guck mal. Können wir ganz entspannt den Shit hier kaputt machen. Schön. Wenn dir was an deinem Leben liegt, mach schneller. Weil dich gefälligst. Hätte aber auch eine Stimme. Komm schon, ich hab nicht den ganzen Tag. Kein Rumtrödeln, Ladies, kommt in die Hufe. Kommt auch keiner mal hier vorbei, ne? Wollt ihr eure Familie? Er muss sich wieder umdrehen, damit ich... Dann bereit euch gefälligst. Ah? Wenn dir was hast sie verguckt. Liegt, mach schneller. Raus hier! Beeil dich gefälligst. Nein, dein Maul. Warum drehst du nicht einfach um? Gut. Das wäre mal so. Aus dem Weg, Leute! Gut. Nein, da ist noch einer. Wechsel. Wie macht man das nochmal hier? Ich hab die doch gerade. So ein Schmutz. Ich hab die doch gerade getötet. Und wo ist hier noch einer? Oder? Hier. Hier drin. So.
Ich habe halt keinen Bock, dass ich nächstes Mal wieder warten muss, bis irgendwelche Missionen hier auftauchen. Verdammt. Alles Geld wird mitgenommen. Okay, das nicht. Na gut, das war's. Gut, kurz rein, raus, eintauchen. Das gehört Slashing vor. Ich kenne mich dieses Jahr auch kein bisschen mit dem MyPlayer-Bild aus, deswegen kann ich dir nicht sagen, was du da irgendwie dann ändern kannst. Was willst du nochmal haben? Was ist das? Kennen sie schon sehr lange? Erzählen das Gate Start, bevor sie. Ah, okay. Nice. Bisschen Gate Clown blärt. Warum steht er denn noch da? Paintbeast, ja, okay. Aber warte mal, du willst ein Paintbeast, aber mit Shooten, oder was? Da steht immer noch mein Auto. Oh, das ist ein Playboy-Magazin. Auf Ehre. Warum sind die überall Bullen? Hund? Ah. Wenn ich jetzt eine Pistole mit... Schalldämpfe. Einfach machen, Bro. Einfach machen. Einfach machen. Oh, hier hinten war da irgendwo der Playboy. Playboy ist wichtiger. So ein Ding ist das. Oh, nee, ist immer. Ohne natürlich keine Schuhe. Wenn du einfach nur Pampies machen willst, dann musst du fett sein. Fett sein und Rebound, blocken, ganz hoch und halt Dank aus dem Stand. Ganz hoch. Ich glaube, das sind die wichtigen Werte für den Pampies. Und natürlich Zonen-Defense muss auch hoch. So, Playboy haben wir eingesteckt. Jetzt können wir uns um die Bitches hier kümmern. Jetzt aber die Frage. Da kommen wir wieder auf die andere Seite. Ich muss einen Typen da oben holen. Oder kann ich hier rein? Oh, ich kann hier rein. Hier. Ja, oder wenn du dein Spiel auf Englisch hast, Peak, ne? Dann wirst du immer Interior da lesen. Ach ne, Paintbeast, stimmt, Digga. Vielleicht haben die das auch einfach rausgenommen, aber ich habe auch schon Zonenmonster gemacht. Zwei Leute, warum wird nur einer angezeigt? Ich gehe in Deckung! Warum denn? Okay. Ich brauche Hilfe. Burke sagt, du kannst mir helfen, die Bullen bei Lock zu halten. Stimmt das? Ich bin coming. Ich bin am Hafen. Setz unsere Jungs auf diese Arschlöcher. Wie du sagst, du sollst den Kopf unter dir halten. Bin schon unterwegs. Oh, der Headshot, der war aber sahnig. Einer ist hier noch unterwegs. Einer ist hier noch unterwegs. Er hier. Wo willst du denn hin, mein Freund? Easy money. War noch gar kein Problem. Was sagt die Notiz?
Egal, ob die soweit sind oder nicht, wir können 52 verdammte einarmige Banditen nicht so lange an den Docks rumstehen lassen. Die Hafenbehörde fängt schon an, dumme Fragen zu stellen. Glücksspiel illegal. Besser. Michi, auch Kuss von mir geht raus. Mich würde mal interessieren, ob jetzt die Bullen gekommen wären oder nicht. Was? Überprüfen. Meldung über einen bewaffneten Schwarzen, männlich im Einsatzgebiet. Oder ich hab doch. Och, was ist das denn? Boah, so geile Karre, die hier haben. Boah, ich glaube, die muss ich auch mitnehmen. Die ist irgendwie besonders, glaube ich. Welche? Da, das Ding. So, was glänzt hier noch? Da hinten, Bruder, ist das versteckt. Easy. Warum sind die Fässer gerade kaputt? An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und einfach wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Und ich habe ein schönes neues Auto. Beenden. Ist das Ding auch offen? Nee. Pass auf, ich bin jetzt Streifen. Mach das einfach mit meinem alten Auto kaputt. Und fahr dann mit den neuen raus. Die stehen halt einfach immer noch da, Digga. Nee, das kann ja nicht sein. Siehste. Boah, perfekt. Können wir schön mit der neuen Karre raus. Den defensiven Rebound. Man muss sich für eins entscheiden. Eins von beiden muss 99 haben. Das Repräsentantenhaus hat ein Komitee für unamerikanische Umtriebe eingerichtet. Sein Ziel ist es, festzustellen, ob die jüngsten Ausschreitungen beim Parteitag der Demokraten von radikalen kommunistischen Elementen initiiert worden waren. Und danach der Song, Digga. Oh, much about Ex nach 3, ist das gut für. Ja, normal, Digga. Aber da hast du kurze Arme, ne? Und das Auto will ich behalten. Das ist gut. Geht doch übelst gut auf der Straße. Autos Glück, alles klar, Relic. Die ist jetzt durch, oder was? Jetzt schon mal zurück. Perfekt geparkt. So. Das ganze Gebiet ist das hier, aber das wird nicht bewacht. Das ist ja hammerhart. Also verpiss dich. Man sollte schon meinen, dass ich es endlich mal schaffe, vom Spieltisch wegzubleiben. Oh na, okay. Ja, Relic, vielleicht hast du mitbekommen, ne? Ich kann dir mal kurz zeigen, was jetzt noch die Hauptmissionen sind. Und zwar die ganzen Teile. Habe ich auch ein bisschen anders eingeschätzt. Weiß zwar nicht, wie viel das jetzt geben soll. Das muss ganz schön viel geben, damit ich welchen befrage da. Geld. 7-3 Arme. Das ist kurz, oder nicht? Also ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie mit Armlängen auskenne, ne? Deswegen denke ich, 7-3 ist doch kurz. Haben die nicht irgendwie was mit 8-Foot Wingspan, wenn die 7-2 sind oder 7-1? Ist einfach da drin. Und keiner sagt hier was. Oha, Digga. Deswegen sagt keiner was. Wenn mein Sohn seine Haare so lang wachsen ließe, würde ich ihm den Arsch versuchen. Money. Vielleicht, Kumpel.
Schade. Schmuggelgeschäfte. Erzähl mir, was du weißt. Der Abwurf findet am Yachthafen statt. Ein angepisster Motherfucker namens Vater. Für Finale machen Andrew Tate und für das recht. Töten. Wir sind hier fertig. Easy. Mein Hund will dein Kadaver lieben. Aber der Maul. Was kann ich hier machen? Ich kann das Schild runterlassen, ne? Ich muss das Gate einsammeln. Und Schuss, dass er nämlich auf ist. So, was hast du gerade gesagt? Wo ist das ganze Geld? Wenn ich hier runterfalle, bin ich doch tot, oder nicht? Hier geht. Ich treib dich ab, Junge. Irgendwas soll noch oben sein. Ach ja, die beiden Waffenschränke. Hier 1000 müssen wir immer noch Schaden machen. Keine Mission mehr hier? Da unten. Frechheit. Alles klar. Uff. Hau auf den Fernseher rauf. Schmutz. Hä? Ah. Hä? Wo hast du diesen versteckt? Ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin. Ihr könnt ihn haben. Schade. Gut. Warte mal, ich kann hier noch was kaputt machen. Noch ganz sind wir nicht fertig. Der Breiter ist ja sogar schon heiter, nicht? Boah. Knapp, Digga. Fehlt nicht mehr viel. 1900. Dann gehen wir nochmal kurz durch die ganze Halle. Vielleicht ist hier irgendwo nochmal irgendein Teil, was ich kaputt machen kann. War jetzt ziemlich einseitig belastet. Okay. Hört sich jetzt auch nicht so an, als wenn ihr... Also ich sehe auf der Karte auch nichts. Ja, ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Vorsicht, Platz da! Wo ist meine Karre? So sterbe ich nicht. Och, die hängen irgendwo oben rum. Ich habe die nicht einmal gesehen, die Jungs. Nur ein Glass und Rim Protector. Da weiß ich aber auch nicht, Pete. Wie gesagt, ja, das ist der Weißt du, warum du kein normales Paintbeat bekommst, wenn du Schuhe drin hast? Geht aber nicht. Ich glaube, du darfst als Paintbeast nicht ein bisschen schuben. Das ist ein gutes Auto. Das sieht zwar ein bisschen wie so ein Elektroauto an. Also voll verkraftbar. Nee.
So. Müssen wir gleich da sein. Schade, Pi. Probier einmal ohne Shooten, Digga. Pass auf, wird wirklich, wird hundertprozentig ein Pain-Piece. Er fährt auch wie ein Besoffener, was soll das? Jetzt haben die mein schönes Auto kaputt gemacht, ich muss sie eigentlich abschießen. Warum? Hallo? Und wegen dem Flugzeug. Ich frage mich gerade, warum die Kamera so behindert wird. Wenn ich mir das Flugzeug angucke, okay.